Braucht man eine abgeschlossene Ausbildung oder vielleicht sogar ein Studium, um erfolgreich als Foto- oder Videograf zu werden? Diese Frage beantworte ich dir jetzt in diesem Video. Hi und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier. Ich habe vor 3 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma gegründet. Und in diesem Video möchte ich, wie gesagt, kurz auf das Thema mal eingehen, ob du als Foto- oder Videograf eine abgeschlossene Ausbildung brauchst oder vielleicht ein Studium, um wirklich erfolgreich ein Business aufzubauen. Ich habe jetzt immer wieder diese Frage bekommen, oft auf Instagram und auf YouTube, ob man denn so etwas wie Ausbildung oder Studium zwingend nötig hat, beziehungsweise ob man eine Ausbildung oder ein Studium machen muss, um wirklich sich sein Business als Foto- oder Videograf aufbauen zu können. Und bevor ich jetzt großartig lange um den heißen Brei rede, meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist hier alles meine Meinung und es werden viele andere Leute auch eine andere Meinung haben, aber meiner Meinung nach klipp und klar nein. Und warum das Ganze so ist, ich möchte natürlich hier auch meine Aussage irgendwie unterstreichen, warum ich so denke, dass es nicht nötig ist, möchte ich euch jetzt einfach in ein paar Punkten einfach mal mitgeben. Kommen wir auch direkt zum ersten Punkt, und zwar ist es direkt eine Voraussetzung, und zwar du brauchst deinen Skill, entweder die Foto- oder Videografie, auf einem gewissen Level. Und natürlich, dieser Skill kommt nicht von irgendwo her. Also du wirst jetzt nicht schlafen gehen, aufwachen und auf einmal ein super Fotograf oder ein super Videograf sein, sondern du musst dir natürlich den Skill auch irgendwie aneignen. Und meiner Meinung nach kann es heutzutage wirklich jeder machen. Entweder du gehst auf YouTube und ziehst dir da einfach extrem viele Videos rein oder du holst dir Kurse oder so weiter. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist heutzutage einfach all das Wissen, das du dafür brauchst, wirklich im Internet vorhanden und das auch kostenlos. Deswegen den Skill Foto oder Videografie kann sich jeder aneignen, der da wirklich natürlich auch eine Leidenschaft für hat. Und wie gesagt, das ist der erste Punkt. Du brauchst den Skill auf einem gewissen Level. Natürlich variiert das ein bisschen. Du musst natürlich nicht der beste Foto- oder Videograf sein, weil es wird immer bessere Personen geben. Es wird auch bessere Leute geben wie mich. Es wird bessere Leute geben wie dich. Aber wie gesagt, so eine Grundbasis an Skill solltest du auf jeden Fall mitbringen. Der zweite Punkt ist, warum du meiner Meinung nach keine Ausbildung oder kein Studium brauchst, ist einfach folgender. Und zwar, wenn du eine Ausbildung machst, natürlich lernst du dann den Skill, kommst direkt mit auf Produktionen und musst dich nicht um Aufträge kümmern oder so weiter. Genauso wie im Studium ist halt sehr viel auch theoriebedingt bzw. auf die Theorie bezogen. Du lernst viel in der Theorie, was natürlich nicht schlecht ist. Also wie gesagt, ich möchte hier nicht zwingend von einer Ausbildung oder einem Studium abraten. Aber meiner Meinung nach, wenn du eben ohne Ausbildung, ohne Studium wirklich in die Selbstständigkeit startest, hast du einfach viel mehr Erfahrungen, du machst viel mehr Fehler. Aber wie es immer so schön heißt, aus Fehlern lernt man. Zudem lernst du meiner Meinung nach in einer Ausbildung oder im Studium rein gar nichts. Natürlich gibt es vielleicht hier und da mal eine Ausnahme in gewissen Firmen, aber oft ist es halt so, du lernst nichts über das Business. Du lernst nicht, wie du Kunden generierst, du lernst nicht, wie du dich oder deine Dienstleistung richtig verkaufst. Somit bringt dir die Ausbildung meiner Meinung nach für dein eigenes Business später mal nicht wirklich viel. Jetzt kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3, und zwar, kein Kunde wird dich je nach deiner Ausbildung fragen. Wie gesagt, ich habe vor 3 Jahren auch meine eigene Firma gegründet und bis jetzt hat mich noch kein einziger Kunde. Und ich habe mit meiner Firma schon mit über 100 verschiedenen Kunden zusammengearbeitet. Das heißt, ich spreche wirklich aus Erfahrung. Kein Kunde hat mich je gefragt, ob ich eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich habe, weil einfach wirklich deine Videos, deine Resultate, die du deinen Kunden lieferst, eben zählen. Bei mir in meiner Firma ist es tatsächlich auch so, wenn ich jemanden einstelle als Foto- oder Videograf, würde ich nie irgendwie ihn nach einer Ausbildung fragen oder nach einem Studiengang, sondern ich würde sagen, ey, zeig mir dein Showreel, zeig mir, was du schon gemacht hast, zeig mir, was du drauf bist und dann sage ich dir, ob ich dich gebrauchen kann oder nicht. Ganz simpel. Und so ist es, wie gesagt, bei deinen potenziellen Kunden eben auch. Keiner wird dich fragen, hey, welche Ausbildung, welches Studium hast du absolviert, sondern du gehst auf deine Kunden zu, wenn du weißt, wie du richtig verkaufst, dich und deine Dienstleistung, weißt, wie du dein Angebot richtig deinem Kunden definierst und aufschlüsselst, dann wird er nicht fragen, sondern er sieht den Mehrwert in deiner Dienstleistung und somit brauchst du keine Ausbildung oder kein Studium. Weitere Punkte, die ich kurz ansprechen möchte, ist einmal die Freiheit, die du irgendwann erlangst, die Möglichkeiten, die du hast und das Geld, das du verdienen kannst. Was meine ich mit den Freiheiten, die du hast? Du kannst dir irgendwann aussuchen, mit wem du zusammenarbeitest, wie viel du arbeitest, wann du arbeitest, wo du arbeitest. Wie gesagt, und diese Freiheit zu haben, ist wirklich purer Luxus. Was ich mit den Möglichkeiten meine, ist einfach, du hast die Möglichkeit, Kunden zu generieren, mit denen du wirklich zusammenarbeiten willst, wo du jetzt zum Beispiel in der Ausbildung nicht die Chance zu hast. Du kannst dir deine Kunden aussuchen. Du kannst dir aussuchen, wenn du richtig verkaufen lernst, wie viel du verdienst. Und wie gesagt, da sind wir schon beim nächsten Punkt, das Geld. Du kannst halt mit deinem eigenen Business viel, viel mehr verdienen. Da ist dir halt keine Grenze nach oben gesetzt.
Im Gegensatz zu einer Ausbildung bekommst du als Mediengestalter Bild und Ton, die ich damals auch angefangen hatte, maximal 640 Euro auf die Hand oder so. Und damit kann man heutzutage natürlich auch leider nicht mehr viel anfangen. Natürlich ist es so, dass in der Ausbildung du immer ein bisschen weniger bekommst, aber selbst wenn du dich dann irgendwann mal fest anstellen lässt, wirst du nie mehr als 2200 Euro netto oder so verdienen und hast, wie gesagt, diese ganzen Freiheiten und Möglichkeiten nach oben eben nicht, weder aufs Geld bezogen noch auf die Kundenaufträge. Du musst halt quasi das machen, was dir vorgeschrieben wird. Um das Ganze nochmal für dich zusammenzufassen, meiner Meinung nach musst du selber wissen, ob eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich das Richtige für dich ist. Meiner Meinung nach aber, wie gesagt, ist der direkte Weg in die Selbstständigkeit oder in das eigene Business als Foto- oder Videograf der bessere Weg, weil du, wie gesagt, mehr Möglichkeiten hast, du hast mehr Freiheiten, du kannst mehr verdienen und kannst einfach deine Kreativität auch besser ausleben. Wenn du mehr dazu erfahren willst, wie du erfolgreich in die Selbstständigkeit als Foto- oder Videograf startest oder dein bestehendes Business skalierst, wie du Kunden generieren kannst, wie du Kunden automatisiert generieren kannst, wie du dich oder deine Dienstleistung richtig verkaufst und hochpreisig verkaufst, dann check auf jeden Fall mal jetzt den Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du dich einfach mal für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team eintragen. Da analysieren wir einfach mal gemeinsam deine aktuelle Situation und deine größten Probleme und zeigen dir dann eben auf, wie du erfolgreich in die Selbstständigkeit starten kannst oder eben dein Business skalieren kannst. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere unbedingt den Kanal, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, keep creating, euer Tobi. Ciao.